Ja, und jetzt habe ich gleich die Freude, den Gunter Schmidt zu begrüßen. Ich mache es kurz, weil der Gunter braucht immer viel Zeit. Nicht nur deswegen, weil was soll man über den Gunter noch erzählen, aber was Sie vielleicht nicht so genau wissen, weil Sie es noch nicht genau erlebt haben. Er ist jetzt dahinter, kann ich es erzählen. Er ist ein unglaublich faszinierender Sänger. Und wenn Sie es mal erleben sollten, dass bei irgendeiner Karaoke-Show Gunter Schmidt Me and Bobby McGee singt, lassen Sie es sich nicht entgehen. Er wird jetzt verdrahtet. Ob er das jetzt hört und das dann gleich macht, weiß ich nicht. Er macht es normalerweise nur, wenn eine Bandbegleitung dabei ist. Der Gunter spricht über ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Reden reicht nicht. Der Titel unseres Kongresses hat ja ein Ausrufezeichen hinten dran und ich habe es in meinem Vortrag schon gesagt, auch ein Fragezeichen. Und wir waren uns relativ schnell einig, dass wir das so machen sollten. Natürlich gab es viele, die gesagt haben, endlich ein Kongress, der deutlich macht, reden reicht nicht. Und damit ist der Fisch geputzt. Ja. Es ist ein Problemfeld, ein Fragefeld, das man auch aufmachen kann und sich genau überlegen, in welchen Kontexten könnte es denn sein, dass Reden nicht reicht oder doch vielleicht auf andere Weise interessant sein könnte und so weiter und so fort. In dem Band Reden reicht nicht ist es ja auch ausführlich dokumentiert und diskutiert. Und der Gunter spricht eben auch über Kontexte, wo Nichtreden manchmal auch nicht reicht. Und das finde ich, das ist eigentlich typisch für einen Gunter Schmidt. Ich habe immer den Eindruck bei ihm, wenn er irgendwie was gefunden hat, wo er sich ganz, ganz sicher ist, dann muss er sich darum kümmern, dass er wieder unsicher wird. Und das ist sehr gesund, weil da kommen kreative Ideen raus. Gunter, das war's von mir. Viel Spaß wünsche ich dir mit den Leuten und den Leuten mit dir. Ich habe jetzt nicht zugehört, deswegen weiß ich nicht, was du wieder über mich erzählt hast. Danke. Wird besser sein. Ja, vielen Dank, Matthias. Es ist eigentlich schade, dass ich jetzt dran bin, weil wir kennen uns jetzt seit 47 Jahren, Bernhard und ich. Und jedes Mal, wenn er so Geschichte erzählt, ist die Zeit eigentlich zu kurz. Also es hört gar nicht auf. Also 47 Jahre ist jetzt auch nicht so lang, aber ich könnte es immer wieder hören und so weiter. Ja, jetzt will ich ein bisschen einen anderen Aspekt, der aber hoffentlich ergänzend wirkt, dazu reinbringen. Also ich fange mal so an, es hat mich erinnert, was Bernhard so über Milton Erickson erzählt hat. Als ich bei Milton Erickson war am Anfang, egal was ich gefragt habe, und ich habe viel gefragt, es kamen immer nur Geschichten. Also selbst wenn ich gefragt habe, wie viel Uhr ist es oder so, kam that reminds me of a story. Und dreiviertel Stunde drauf kam wieder next question. Ich habe meine Frage längst vergessen gehabt, aber es war immer so. Und das war, ich habe es ja gemerkt, in mir sinnlich, emotional, in jeder anderen Hinsicht auch, dass mich das enorm berührt hat und dass mich das auch verändert hat. Aber ich bin halt so ein Typ gewesen, der hätte es auch gerne noch verstanden, jetzt auch so. Ich habe dann zu ihm mal gesagt, weißt du, ich habe doch meinen Kopf nicht nur zum Haare schneiden, meinen Bewussten und so ähnlich, aber es war nicht zu kriegen vom Erickson. Gott sei Dank hatte ich damals auch schon halt Stephen Gilligan kennengelernt gehabt und so weiter, der wiederum mit den, der war ja auch ein Schüler von Bateson, also ein Student, und die hatten gerade so begonnen damals, Grinder, Bendler, Robert Dills und so weiter, die ja auch da, also insbesondere Grinder und Bendler beim Erickson waren, diese Sachen mal zu strukturieren. Und mir hat es sehr geholfen dann auch, mit der kognitiven Großhirnrinde sozusagen, diese enorm wertvollen und komplexen Konzepte zu verstehen, zu strukturieren und damit auch besser lernen zu können. Und deswegen ist es mir von damals schon immer ein Anliegen gewesen, das miteinander zu integrieren. Und ein bisschen so ein paar Ideen dazu würde ich jetzt gern heute anbieten. Ah, jetzt habe ich ja sogar so ein Ding da hier, gucken wir mal so. Also was ich Ihnen anbieten möchte, ist so ein paar Ideen dazu, wie dieses Arbeiten mit intuitiven Prozessen und das Arbeiten mit kognitiven, bewussten, auch also sprachlichen Prozessen eine optimale Balance, Synergie und so weiter kriegen kann, was dann auch zur Kulturbildung bei uns bis in die Sistelius-Klinik Kulturbildung, wie ich sie da am Anfang konzipiert hatte und wie sie seitdem sich immer weiter ausdehnt und so weiter hineingekommen ist und sich sehr bewährt hat, auch mit unseren ganzen Ergebnisstudien und so weiter. Und so, dass das kein Gegensatz wird. Ne? Wenn wir den Titel Reden reicht nicht haben, könnte man ja fast auch denken, reden und nicht reden, das, als ob das ein Gegensatz wäre. Wobei es natürlich eigentlich
wenn man dann von sprechender Medizin redet, da meint man ja dann, es wird immer gesprochen. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Ich würde es lieber deswegen auch nicht von sprechender Medizin, sondern von kommunikativer Medizin reden, auch so, die dann halt alle möglichen Kommunikationskanäle einzieht. Also Sprache ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, aber sie reicht auch nicht aus. Umgekehrt, ohne Sprache reicht auch nicht aus. Das wäre so die Idee und dazu ein paar Überlegungen. Wenn es jetzt auch noch ging, wäre das auch nicht schlecht. Aha, vielleicht mache ich so. Geht es jetzt vielleicht? Aha, ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel aktuell nimmt, ne? In Russland zum Beispiel, wenn da jemand ins Gefängnis will, weil es ihm zu Hause nicht mehr gefällt, da muss er nur statt Spezialoperation Krieg sagen. Wenn er imperialistischer Krieg sagen würde, dann wäre er wahrscheinlich über lange Jahre im Gulag oder sonst wo. Also scheinen Worte doch eine gewisse Relevanz zu haben aus der Sicht verschiedener Menschen, möglicherweise alle. Und mein alter Freund Steve DeShazer, den ich immer noch vermisse, 2005 in Wien gestorben, hat er nicht umsonst auch mal eines seiner Bücher überschrieben, Words were originally magic. Also Worte haben schon eine gewisse Zauberkraft auch so. Ne? Also sie bahnen halt Erlebniserzeugung und umgekehrt aber natürlich auch Nonverbales ebenso. Und da wäre jetzt die Idee, wie kriegen wir das hier zusammen, aber das machen wir ja eigentlich die ganze Zeit auch. Ich will nur auf ein paar Aspekte da hinweisen. Ne? In der systemischen Welt wurde über viele Jahre immer sehr gern zitiert. Das ist aber, hat damit zu tun, dass die systemische Therapieentwicklung von Anfang an, wir haben das ja in unserer Heidelberger Gruppe ins Deutschsprachige gebracht, in enger Zusammenarbeit mit der Mailänder Gruppe, die es ursprünglich entwickelt hatte. Und da war Kognitives immer das Vorrangige. Ne? Und da wurde dann gerne auch Wittgenstein zitiert, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Was natürlich umso mehr so verstanden wurde, aha, die Sprache ist es, mit der wir alles operieren und das andere ist dann nachrangig. Das ist natürlich nicht so. Andererseits gibt es viele andere Zitate, von Herder angefangen bis was weiß ich, ohne Sprache hat der Mensch keine Vernunft und ohne Vernunft keine Sprache. Und Heidegger in seiner üblichen Art, das Sein seid und so weiter, der hat dann auch noch so rumgeschwätzt, so von wegen, die Sprache ist das Haus des Seins. Also ohne Sprache gibt es mich gar nicht so. Ne? So nicht cogito ergo sum, sondern ich spreche nicht, also gibt es mich nicht. Naja, das wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber Wittgenstein hat es natürlich auf eine bestimmte Art gemeint, dass er eben nur darüber reden kann, wofür er halt eine Sprache hat. Und dahinter ist die Grenze, kann er das nicht irgendwie beschreiben, was dahinter der Grenze der Sprache liegen würde. Ja, liegt da gar nichts oder liegt da vielleicht doch was, das Numinosum, das Heilige, Unergründliche oder so. Und was trägt aber dann die Sprache? Das wurde bei diesen ganzen kognitiven Konzepten nicht so berücksichtigt. Da will ich aber nachher ein bisschen drauf eingehen, weil selbstverständlich wird die Sprache massivst gefärbt durch unwillkürliche Prozesse. Es ist kein Zufall, welche Sprache, welche Sprachmuster, welche Prosodie, Stimmlage und so weiter wir beim Sprechen nutzen. Und das wird eben nicht aus der kognitiven Großhirnrinde gesteuert, sondern hauptsächlich aus Prozessen, beginnend vom autonomen Nervensystem, Stammhirn, Zwischenhirn und so. Und da werden diese Worte gewählt und vorgefärbt und so weiter, sodass Gerhard Roth ja nicht umsonst, einer der führenden deutschen Hirnforscher, mal sagte, der Vorstand im Gehirn sitzt sicher nicht in der Großhirnrinde, auch nicht für die Sprachwahl, sondern im Zwischenhirn, im limbischen System. So. Ja, noch ein Zitat vielleicht vom Samuel Beckett, habe ich mal irgendwo gefunden, das geht auch in die Richtung. Und mehr erscheint mir meine eigene Sprache wie ein Schleier, der zerrissen werden muss, ein bisschen Gewaltmetapher, ne? Um heranzukommen an die Dinge dahinter. Also gibt es Dinge dahinter, hinterm Schleier und die müssen wir jetzt erkennen können. Also es gibt was wirklich echt Wirkliches und da müssen wir durchstoßen dazu. Ne? Da wir die Sprache nicht auf einen Schlag auslöschen können, ausgerechnet vom Schriftsteller, ist schon interessant, ne? Sollten wir zumindest nicht unversucht lassen, was dazu beitragen kann, sie in Verruf zu bringen. Also unser Kongress hoffentlich hat nicht die Funktion, die Sprache in Verruf zu bringen. Gell? Ein Loch nach dem anderen die Sprache hineinbohre. Da war er aber gut drauf, he? In dem Moment so. Bis das, was dahinter lauert, ist ja noch gefährlich, es lauert, ne? Sei es etwas oder nichts, durchzudringen beginnt. Ich kann mir heute kein höheres Ziel für einen Autor denken. Und in diesen Umständen, wo ich das mal gelesen habe, habe ich gesagt, kein Wunder, dass der wartend auf Godot geschrieben hat. Der wartet und wartet und wartet auf das, was dahinter ist. Ne? Aber ist was dahinter?
Das ist die interessante Frage. Aber dass man diese Sehnsucht hat, das ist doch allzu menschlich, das verstehe ich gut. Jeder von uns hat sie vielleicht so, dass man so wie in Österreich hat man sie immer so gut gefallen und sagt, ja, wie ist es denn in Wahrheit? Also gibt es die. Blöderweise habe ich diese ganze Hirnforschung einem das verfuscht, weil ich ihm gezeigt habe, niemand von uns, noch nicht mal der Bert Hellinger, kann die Wahrheit erkennen. So irgendwie, so. Wir erkennen nur, was wir erzeugen. Das ist naturwissenschaftlich, wenn es überhaupt eine wissenschaftliche Erkenntnis gibt, absolut klar belegt. So, wenn wir zum Beispiel allein die Organisation des menschlichen Sehsystems nehmen, es gilt aber für jeden Sinneskanal, dann hat uns Maturana schon damals 1989, 90, wir haben die immer eingeladen nach Heidelberg, einer der Begründer der Autopoiese-Forschung, klar gezeigt, von 100% aller Nerven, die das Sehen machen, haben überhaupt nur 17% eine Verbindung zur Außenwelt, von der Netzhaut zu hinten zu den Sehzentren. 83% der Nerven, die das Sehen machen, sehen überhaupt gar nichts. Das sind nur Rückkopplungsschleifen im Gehirn. Und die 17%, die nach hinten laufen, die machen auch keine Bilder, sondern digitale Stromimpulse. Und so ist das mit dem Hören, so ist das mit allem. So. Also salopp gesagt, das sage ich immer wieder, ist immer der gleiche blöde Spruch, ist so, wie Sie aussehen für mich, das bestimme ausschließlich ich. So, da können Sie jetzt kämmen, schminken, rasieren, wie Sie wollen. Ich bestimme, wie Sie aussehen. Gerechtigkeitshalber ist es aber umgekehrt auch nicht anders. Ne? So in der Form. Also deswegen ist es natürlich nicht lösbar, was da Beckett sagt. Und da habe ich mal ein schönes Gedicht von ihm gefunden. Natürlich wieder mal der Tipp gehabt von Matthias Weiger, alter Freund. Matthias Weiger, ich habe schon oft zu ihm gesagt, du bist die wandelnde Kränkung für mich. Der hat praktisch alles, was gedruckt ist, gelesen. So, und das Schlimmste ist, er erinnert sich auch noch dran. So, ne? Und er hat mal dieses schöne Gedicht vom Samuel Beckett gesagt, das für uns alle vielleicht aber ermutigend werden kann. All of old, nothing else ever, ever tried, ever failed. No matter, try again, fail again, fail better. So, da haben wir noch Aussichten, ne? Wenn wir aber uns erinnern, Menschen sind sinnorientierte Wesen, sind bedürftige Beziehungswesen, Beziehungswesen. Das Ich entsteht in der Begegnung mit Du, Buber, aber Nietzsche hat schon früher schon darüber geschrieben gehabt, zum Beispiel auch, und dabei betont, dass Du ist älter als das Ich. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, hat es noch kein Selbst in diesem Sinne, wie man heute aus den ganzen neurobiologischen Forschungen hört, dass wir durch psychosoziale Interaktion, insbesondere auch durch Sprache, aber auch durch Prosodie, also Stimmlage und so weiter, durch Mimik, Gestik, Atmung und so weiter, wird das Selbst erst gebildet und damit die eigene Ich-Identität. Und ohne Sprache ist da nichts zu machen. Weiß man übrigens von diesen Wolfskinderforschungen schon im 19., 18. Jahrhundert und so weiter. Und da ja alles Lernen, Gedächtnis und Verhalten immer kontextbezogen ist und wir in sozialen Kontexten leben, in denen niemand ohne Sprache auskommt, ist es natürlich auch schon therapeutisch wichtig und für alle anderen Zwecke, dass wir alles, was wir auch durch nonverbale und sonstige Interventionen in wertvoller Weise anregen, natürlich dann auch noch Rahmen mit entsprechenden Sprachkonstruktionen, weil die uns erst vermittelbare Kommunikation in das Soziale hinein und Menschen sind eben Beziehungswesen. Helm Stierlin, väterlicher Freund und mein Lehrer und Förderer so irgendwie, hat ja deswegen immer das Konzept der bezogenen Individuation vorgeschlagen, was diese Balance bedeutet. Ich bin ganz individuiert und in Beziehung. Und ich kann überhaupt nicht als Individuum meine Identität langfristig aufrechterhalten, ohne den Betrachtungsprozess auch der Interaktion mit anderen. Wenn man jetzt die Sprachfähigkeit anguckt, dann hat die natürlich bestimmte notwendige Aspekte. Man muss irgendwas erkennen, sonst kann man nicht drüber reden. Und dann ein Signal erzeugen, nennen wir es jetzt mal Signal. Dann braucht man eine interne Repräsentation, auch von Aspekten der Umwelt und einen Gebrauch und einen Erwerb von Symbolen, um das abbilden zu können. Wenn ich keine Symbolabbildung machen kann, kann ich nicht erkennen und nicht darüber kommunizieren. Und auch dafür ist natürlich die Sprache essentiell. Und dann brauchen wir, und dazu brauchen wir Sprache, die Bildung und die Kontrolle komplexer Strukturen. Wir haben eine wahnsinnige Flut von Tausenden, Millionen von Informationen jeden Tag, die auf uns einfließen. Wir wären völlig handlungsunfähig und noch nicht mal psychotisch, sondern noch schlimmer, wenn wir nicht ständig strukturieren würden. Und dafür hilft, if you want to create a universe, draw a distinction, Spencer Brown,
kann ich nur die Formalsachen vom Fritz, der sich darauf entsetzt, von Simon empfehlen. Da brauchen wir auch Sprache dazu. Wir haben also ein Signal, ja, dann haben wir eine Perzeption, das wäre die bewusste Wahrnehmung. Ich habe ergänzt noch die Neurozeption, die unbewusste, wie sie Stephen Porges in der Polyvagaltheorie betont. Daraus entwickeln wir, aber eigentlich ist das gar nicht hintereinander, sondern synchron, zeitgleich, sinnliche Erlebnisweise und Erfahrung, die wir über Sprache strukturieren und steuern. Das geht in die Verhaltenssteuerung, in unsere Umweltkommunikation und wieder zurück. Dadurch werden unsere Signale und Wahrnehmungsprozesse und alles entsprechend auch strukturiert und überhaupt erst erzeugt. Deswegen ist natürlich auch klar, und hier komme ich jetzt kurz noch zu einer hypnosystemischen Grundlagenkonzeption, die Basis aller Interventionen ist in der hypnosystemischen Arbeit, aus der man dann hunderte von verschiedenen, sehr systematisch maßgeschneiderten Interventionen für die unterschiedlichsten Kontexte, Anliegen, Bedürfnisse, für Einzelsetting, für Paar- und Familiensetting, genauso aber für Teams und Organisationen und so weiter ableiten kann. Da wäre doch klar dann, dass wir alle, abgeleitet aus diesen Autopoiese-Forschungen, der Hirnforschung, niemals erkennen können, auch nicht mit unserer Sprache, wie es wirklich ist, so, sondern immer nur Realitätskonstruktionen erzeugen können, die dann aber unsere Realität eben erzeugen, auch selbstrückbezüglich, und dann uns zu jemand werden lassen, der wir ohne genau diese sprachlichen und sonstigen Konstruktionen eben nicht wären, ne? Das findet man dann in unterschiedlichen Aspekten wieder, bis hin zu, ne, immer wieder in Therapien kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, Sie, Herr Schmidt, ich habe da jetzt diesen intensiven Traum gehabt, den habe ich jetzt schon öfter gehabt. Erzählt mir dann den Traum, was bedeutet der Traum? Ich sage, aha, das ist interessant, wenn Sie mich so fragen, haben Sie denn, was ist denn, wissen Sie, was der Traum bedeutet? Nein, ich weiß es nicht, aber Sie sind doch Experte, was bedeutet der Traum? Also Sie haben keine Ahnung, was er bedeutet. Ja, sehen Sie, ich auch nicht, sehen Sie. Ich habe keine Ahnung. Sind wir schon zu zweit? Give me five. Aber was können wir jetzt machen? Wir können Bedeutungen konstruieren und dann schauen, wie Ihr unwillkürliches Feedbacksystem mit Stimmigkeit oder Nichtstimmigkeit reagiert. Und die Bedeutung, wo Ihr Organismus sagt, genau, die nehmen wir, die nehmen wir daneben. Nicht ich weiß es und der Klient weiß es auch nicht. Bewusst wissen, der kann aber Hypothesen haben. Und er kann niemals herausfinden, wie es echt, echt, wirklich, wirklich objektiv ist. Aber subjektiv sehr wohl. Und wodurch? Durch Koordination, durch dialogische, achtungsvolle Kommunikation mit den eigenen unwillkürlichen Feedbackprozessen. Deswegen schon mal die Frage, wie ist es jetzt wirklich, wirklich, echt, wirklich, wirklich, die so gern so viele Therapeuten haben, bis in Diagnosestellungen. Ich verstehe es ja, gell? Aber das kann man im Museum des 19. Jahrhunderts besuchen. Es ist vorbei. Wir sollten uns mit Realitätskonstruktionen beschäftigen. Und dann will ich jetzt aus Zeitgründen, das mal ein bisschen kurz vorspülen, wie werden diese Realitätskonstruktionen von uns gebildet? Über Bildung von Netzwerken. Ich habe das ausführlich auch in meinem Workshop da so gehabt, aber ich will das nur mal hopp, hopp, hopp so machen. Da haben wir halt fünf Sinne, sehen, hören, schmecken, riechen, empfinden und so weiter. Kennen Sie alles und so weiter. Und die müssen nochmal über Submodalitäten unterteilt werden, differenziert werden und daraus entstehen Netzwerke. Nun haben wir nicht ein Netzwerk des Erlebens von uns, weil, wie die Gedächtnisforschung zeigt, ich überspringe die Dinge dann gleich so ein bisschen, diesen Teil der PowerPoint-Sachen, wie die autobiografische Gedächtnisforschung zeigt, wird jede Episode, die wir erlebt haben, wenn sie emotional geladen war, mit einem spezifischen Erlebnisnetzwerk, und was das Netzwerk heißt, beschreibe ich Ihnen gleich, wird es zusammengefügt als ein Erlebnisnetzwerk. Da gibt es keine Ursache. Auch Therapeuten suchen gerne nach Ursache. Das scheint irgendwie Halt zu geben. Die Nummer ist erledigt. Wenn sie ein Bügeleisen wären, wäre es gut, nach Ursache zu suchen. Manche Leute versuchen sich ja zum Bügeleisen zu machen, es klappt aber halt doch nicht so ganz, gell? Lebende Systeme funktionieren nicht nach Ursache-Wirkung, sondern nach Zirkularität, nach Wechselwirkung. Und zwar wann? Na, in der Gegenwart. Nicht die Vergangenheit bestimmt Ihr Erleben in der Gegenwart. Die Gestaltung der Gegenwart, und die können Sie auf unterschiedlichste Art gestalten, weil Sie tausende von Erlebnisnetzwerken in sich tragen. Die Gestaltung der Gegenwart bestimmt, welche Wirkung eine Vergangenheit von Ihren tausenden von Vergangenheiten bekommt und eine Zukunftsfantasie. Wir sind nicht Opfer der Vergangenheit heute.
Wir waren mal Opfer vielleicht, aber heute sind wir es nicht. Aber das versteht man dann nicht oder merkt es nicht, wenn man gerade überflutet ist. So als ob man noch immer das Opfer wäre und sonst nichts. Eine Seite von uns schon, nicht die ganze Person. Da kommen wir dann noch gleich dahin. Also wie werden dann solche Netzwerke gebildet? Von den Tausenden von Netzwerken aber können wir davon ausgehen, dass selbst wenn es uns Jahre ganz furchtbar leidvoll schlecht gehen würde, das überhaupt kein Beweis dafür ist, dass wir nicht die Fähigkeiten in uns tragen, hilfreiche Entwicklungen für uns zu machen. Das war mit einer der entscheidenden Gründe, der mich dann dazu geführt hat, zu Milton Erickson zu gehen und von ihm dann auch zu lernen. Ist übrigens auch mit angeregt worden durch den Bernhard. Wir haben das ja immer zusammen gemacht. Und Bernhard hat herausgearbeitet damals, dass der Jeff Zeigt zum ersten Mal nach Deutschland kam. Und dann sind wir halt dahin und dann bin ich halt da zum Erickson. Weil Erickson hat schon unter heftigsten Kämpfen in den 50er Jahren des letzten 20. Jahrhunderts, wo der Mainstream noch defizitpathologieorientiert war, noch mehr als heute, wo sie ihn sogar aus der Psychiatric Association rauswerfen wollten, weil er diese Kompetenzhypothese konsequent durchgezogen hat. Natürlich beweisbar in seiner Arbeit, das hat aber die Leute nicht interessiert. Weil wenn es vorherrschende Konzeption so ist, dann wird die sogenannte Evidenz rumgebogen. Ist heute auch nicht anders. Ne? Aber heute zeigt die autobiografische Gedächtnisforschung ganz klar, dass wenn jemand noch so sehr gelitten hat, in seinem unbewussten Potenzial trotzdem die Kompetenzen da sind und dann aber die vornehme und wichtige ethisch verpflichtende Aufgabe wird, die zu reaktivieren. Gehen wir mal kurz so hin, jetzt haben wir hier, ne, und das sieht auch wieder, das ist ein Konzept von Luhmann, was Luhmann aus der Autopoiese-Konzept entwickelt hat, wobei ich war noch dabei, schön zu erinnern, irgendwie Maturana sich fast vor ihn hingekniet hat bei einem Symposium, was man hatte in Heidelberg, Maturana als Neurobiologe sagt, dies ist ein biologisches Modell, bitte übertragen Sie es nicht auf soziale Systeme. Luhmann hat es trotzdem gemacht, ich fand es gut. Weil worauf der Luhmann da hinwies und weist, ist, dass wir nicht zwingend irgendwas beeinflussen können. Mit unserer Psyche können wir den Körper und seine Reaktion nicht zwingen zu was. Umgekehrt der Körper auch die Psyche zu nichts. Und auch die sozialen Sachen, die Krise macht mich fertig und so weiter, das ist eine Opfertheorie, die so nicht stimmt. Jedes Krisenerleben außen oder sonstiges schlimme Erleben ist eine massive, starke Einladung, eine Klimabedingung. Die sollten wir auch ernst nehmen, nicht schönreden, aber sie zwingt uns nicht zu einem Erleben. Wir haben eine große Bandbreite von autopoietisch selbst erzeugenden Möglichkeiten, darauf zu antworten. Natürlich kann man mit biologischen Systemen schon zerstörend umgehen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Kanonenkugel treffen würde, da können Sie imaginieren, solange Sie wollen. Das geht über den Bereich der eigenen Gestaltungsmöglichkeit hinaus. Aber sonst haben wir eine riesige Bandbreite, wo man selbst bei minus 20 Grad noch ohne zu frieren nackt im Schnee sitzen kann, wie zum Beispiel die tibetischen Tummo-Techniken zeige und so weiter und so weiter. Kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Es geht also um die Wechselwirkung zwischen psychischem System, biologischem System in uns, das ist eine künstliche Trennung eigentlich, weil eigentlich ist immer ein ganzheitlicher Prozess, und dem sozialen System. Und auch dafür ist Sprache, insbesondere ins soziale System hinein, natürlich zentral. So, das alles läuft über Fokussierung von Aufmerksamkeit. Und ich will Ihnen jetzt mal kurz, so wie komplex das läuft, in rasender Schnelle in unseren Erlebnisnetzwerken, kurz darstellen. So, und dann wird auch deutlich, warum Sprache so wichtig ist. Weil, hübsches Gesetz, cells that fire together, wire together, Zellen, die miteinander feuern, vernetzen sich und wenn sie mal vernetzt sind, feuern sie wieder miteinander. Da brauchen wir nur ein Element in einem Erlebnisnetzwerk, dann aktiviert es das gesamte Erlebnisnetzwerk, was damit verbunden ist. Deshalb wollen so Kriegsverbrecher aus meiner Sicht, so, das ist keine objektive Wahrheit, aber eine klare Subjektive, zu der ich stehe, Kriegsverbrecher wie Putin, nicht, dass das von Krieg geredet wird, sondern von Spezialoperationen, weil das ein völlig anderes Erlebnisnetzwerk bei den genau gleichen Menschen aktiviert, als wenn sie von Krieg reden. Noch dazu von einem Krieg, der von ihnen einseitig begonnen wurde und so weiter. Also das sind keine Zufälle, das sind gezielte Berücksichtigungen dieser Dinge, die wir heute auch längst aus der Hirnforschung so kennen. Das löst etwas anderes im Erleben aus und deswegen ist kein Zufall. Aber so ist deswegen auch Sprache so wichtig, um auch unwillkürliche Prozesse in Gang zu setzen und umgekehrt unwillkürliche Prozesse wieder zurück zu übersetzen in eine Steuerfähigkeit mit Selbstwirksamkeit in unserem Leben.
solche Netzwerke, jetzt mache ich es in Hupp, damit ich noch ein bisschen Zeit habe für andere Sachen, in rasender Schnelle, aber das geht noch viel schneller in unserem Unwillkürlichen, wenn das so läuft, sind zum Beispiel so, was wird ausgewählt als Fokus? Wir nehmen immer selektiv wahr. Dann, wie beschreiben wir es und benennen wir es? Wir reden immer, wir können gar nicht anders. In uns quasselt es den ganzen Tag, so irgendwie. Aber wie nah oder wie weit weg nehmen wir dann die Dinge wahr? Wie groß werden wir, lassen wir sie werden? Und an welchem unbewussten inneren Platz? Ich habe das ausführlich in Intervention in meinem Workshop dargelegt. So wird es dann platziert, was ich wahrnehme. Liegt es hinter mir, vor mir, seitlich, über mir oder unter mir? Hat knallharte, unwillkürliche Wirkung. Auch das kann ich natürlich mit Sprache sofort ändern. Oder wenn ich mit Sprache zum Beispiel unwillkürliche Prozesse beeinflussen will, dann muss ich nicht nur Körperliches machen oder was weiß ich, bioenergetisch oder eine Matratze klopfen von Oma zu ihr sagen oder sonst was oder auch nicht unbedingt klopfen. Ich muss nur einfach zum Beispiel, wenn ich etwas massiv Leidvolles erlebe und dann aber das dissoziieren will, damit es mir eine andere Erlebnismöglichkeit zugänglich macht, in der dritten Person rede. Habe ich mal gemacht, da war ich mit meinem jüngsten Sohn 12 Tage oder 14 Tage auf so einem Schiff geredetaucht. Ein Freund von mir hatte da so ein Tauchschiff im Mittelmeer und wir wollten nicht in den Hafen, aber am zweiten Tag hatte ich wahnsinnige Zahnschmerzen. Nun nehme ich seit 40 Jahren keine Schmerzmittel mehr bei Zahn- oder Kopfschmerzen. Dann hat er halt es noch viel besser ausgebildet als ich und so weiter. So, und da wollte ich halt das nicht nehmen. Aber dann habe ich meine üblichen Techniken gemacht, das hat nicht genug geholfen. Dann habe ich mich erinnert, wie ich als 6-Jähriger mal eine höllische Verletzung an der Hand hatte und verzweifelt war und schier gestorben bin vor Schmerz. Und dann plötzlich, ich war mit meinem Vater unterwegs, plötzlich gedacht habe als 6-Jähriger, wenn ich in einem Jahr mit meinem Papa hierher zurückkäme und zurückdenke, wie es da war vor einem Jahr, in brutal schnellster Zeit war der Schmerz reduziert. Da hatte ich noch keine Weiterbildung, aber es war halt so, ne, in der Form. Habe ich dann übernommen und habe angefangen, jetzt auf dem Schiff in der dritten Person über mich zu reden. Der arme Gunter Schmidt, also nicht die blöde Sau von Gunter Schmidt, das wäre eine andere Intervention gewesen, sondern der arme Gunter Schmidt, ach, der hat so Zahnweh. Und ich wusste ja noch genau, wie es dem geht, gerade hatte ich mich noch mit ihm verwechselt. Aber indem ich jetzt sage, der arme Gunter Schmidt, bin ich der Beobachter desjenigen, der das Leid hat, kann ihm mich empathisch zuwenden und sofort ist mein unwillkürliches Leben in Sekunden ein anderes. Damit verbunde ich immer all das Größenerleben, eine Metaposition, die kommt durch diese Redensache, dann erklärt man sich's. Auch das sind alles Konzepte, die sprachlich mit abgebildet werden in uns. Nicht nur bewusst willentlich, auch unwillkürlich. Welche Schlussfolgerungen wir daraus machen, wie wir uns mit anderen vergleichen. Dann kommen Emotionen, immer ist verbunden mit Körperkoordination. Sie sehen, so schnell geht's. Noch viel schneller. Mit Mimik, Gestik, all das, so innere Dialoge, innere Filme, alles möglich sind, alles Elemente eines Netzwerks, eines Musters, was rasend schnell sich immer wieder aufrufen lässt und abbildet und dann unser Erleben bestimmt. Es geht noch weiter, wie Sie sehen. Sehen Sie? So. Und wenn Sie jetzt mal ein Problem haben wollen, und deswegen brauchen wir da wieder die Sprache dazu, um unwillkürliche Prozesse auch zu besprechen. Aber das ist überhaupt kein Gegensatz mit dem anderen. Wenn Sie ein Problem haben wollen, müssen Sie Ihr Erleben spalten. Sie müssen, sehen Sie, so schnell geht es, einen erlebenden Beobachter haben, der Ihr Erleben spaltet in das, was gerade unwillkürlich läuft. Und zu dem Sie dann aber sagen, so soll es aber nicht sein, das ist saublöd und das dann abwerten und so weiter mit all den Netzwerkelementen, die wir gerade eben schon so in rasender Schnelle gesehen haben, um sich dann mit einem Soll-Prozess, einem Ziel zu identifizieren, was man klasse findet, aber typischerweise, wenn Sie ein Problem aufrechterhalten wollen, sollte Sie ein Ziel wählen, was Sie nicht direkt selbstwirksam erreichen. Ist es schon mal gelungen? Bestimmt, ne? Das ist eine künstlerische Leistung. Ne? So, damit es jetzt nun anders werden kann, brauchen wir bestimmte Prozesse. So, also ein Problem ist immer die Organisation eines inneren Erlebens mit einer Ist-Soll-Diskrepanz und einer inneren Spaltung. So, dabei werde das willentlich Bewusste übrigens auch über Sprache massiv und über die Wortwahl, wie das die Phänomene beschreibt, wie ich sie benenne, zum Beispiel eine Diagnose. Heute, wenn Sie DSM-5 nehmen, wenn Sie eine Diagnose Anpassungsstörung wollen, da brauchen Sie nur einen geliebten Menschen verlieren, mit dem Sie vielleicht 30 Jahre eine liebevolle Beziehung hatte und länger als 3 bis 4 Wochen trauern, dann haben Sie schon eine Anpassungsstörung. Man hat noch Orientierung im Leben, gell? So ungefähr.
Das sind dann natürlich nicht nur Worte, das sind wirklichkeitserzeugende und bahnende, auch pharmazeutische, einkommenbahnende Wirklichkeitskonstruktionen. Ja. Was sind nun unsere Metaziele? Wenn wir das sehen von der Seite, dass jedes Symptom und Problem immer Ausdruck von solchen, also wenn man es jenseits der Inhalte, ich kann natürlich über Oma, Tante, Vater, Mutter und so erzählen, wenn man schon Eltern hat, kann man die immer noch gebrauchen, um irgendwie die Verantwortung fürs heutige Erleben von einem auf sie zu schieben. Finde ich schon adäquat. Irgendwie. Also, so irgendwie. Aber das hilft nicht für die eigene, für die Metaziele der Selbststeuerung, der Selbstwirksamkeit, der würdigen Entfaltung von Autonomie und achtungsvoller Bezogenheit. Und achtungsvolle Bezogenheit heißt für mich auch, dass ich nicht beanspruche zu wissen, wie es wirklich ist. Auch nicht, wenn ich zum Beispiel irgendwie Künstler beobachte und dann behaupte, ich weiß, was der gemacht hat oder nicht gemacht hat. Sondern wenn ich achtungsvoll darüber reden würde, welche Wahrnehmung, Wahrgebung nenne ich das übrigens oft, in mir autonom erzeugt wurde, mit Berechtigung für meine Werte und so weiter, mit Neugier und Achtung für die Weltsicht des anderen. Nicht eine fundamentalistische Vorannahme, Kulturimperialismus nenne ich das gerne, mit der einer behauptet zu wissen, wie es wirklich, 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 echt, echt, wirklich ist. Niemand von uns weiß es. Aber wir könnten neugierig, anteilnehmend, respektvoll und staunend beschäftigen mit den Wirklichkeitskonstruktionen anderer Menschen, die unsere eigene nicht die mindesten in Frage stellen, aber die überhaupt erlebbar machen, hey, offensichtlich kann man die Welt unterschiedlich sehen. Wie können wir jetzt aushandeln, was die koexistenzielle, respektvoll, kulturachtende Kooperation wäre, und das gilt nicht nur außen, das fängt ihn nun selber an, weil wir machen das innerlich mit uns genauso, deswegen werde ich jetzt nachher noch gleich ein paar Beispiele erzählen, damit wir also Koregulation, Kooperation, Synergie unserer unwillkürlichen und willentlichen Prozesse erreichen können, da brauchen wir jetzt auch wieder Sprache, weil da haben wir eben Stammhirn, Zwischenhirn und Großhirnrinde. Und Großhirnrinde ist mit Sprache verbunden. Stamm- und Zwischenhirn, in denen der größte Teil unseres unwillkürlichen Erlebens aber stattfindet, die haben keine Sprache. Stammhirn entspricht dem Reptiliengehirn. Limbisches System, Zwischenhirn entspricht dem frühen Säugetiergehirn. Ich sage dann oft zu den Klienten, wissen Sie, weder Alligatoren noch Kühe schwätzen so viel, die haben keine Sprache. Aber wenn wir unwillkürliches Erleben beeinflussen wollen, das können wir auch über Klopfen, das können wir viele andere Sachen machen, dann brauchen wir eine Kommunikationsbrücke, die praktisch die Hauptkunden der Großhirnrinde sind, nämlich dann Stamm- und Zwischenhirn, die Kunden der Großhirnrinde, Stamm- und Zwischenhirn, am besten erreichen. Und das sind eben Sachen wie Beziehungserfahrungen, Bernhard hat schöne Beispiele dafür gebracht, Imagination, Symbolik, Metaphern, auch Ritualgestaltungen, aber auch Körperkoordination, Atmung, Mimik, Gestik, aber auch Gesang, düm, 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 und so weiter, aber auch Geruch und Geschmack und so weiter, all das, das sind alles die Dinge, die unwillkürliche Prozesse erreichen, aber wenn Sie unwillkürliche Prozesse erreichen und die dann in konstruktiver Weise für sich aufbauen wollen, um dann wieder als soziales Wesen in Interaktionen zu gehen, ist es viel günstiger, weil alles Lerngedächtnis und Verhalten ist immer kontextbezogen und in keinem Kontext, auch hier nicht, laufen Sie nur rum und reden mit niemand. Sie reden wahrscheinlich auch mit jemand. Wenn Sie also eine tolle, unwillkürliche Erlebnisweise haben und Sie wollen sie in kommunikative Begegnungen bringen, dann muss das wieder ergänzt werden mit der Art von Sprache, die genau zu diesem Erleben passt. Wenn aber die Sprache nicht zum unwillkürlichen Erleben passt, dann unterbricht sie die Kongruenz und dann kriegen sie es auch nicht hin. Also ist das ein Wechselwirkungsprozess, wo wir viele unwillkürliche Prozesse brauchen. Ganz wichtig in den unterschiedlichen Formen. In der Systelius-Klinik habe ich deswegen von vornherein natürlich Körperkunst und Musiktherapie und viele weitere Verfahren, auch Klopftechniken, EMDR, Brainspotting und alles. Wir haben zum Beispiel so ein Brainspotting-Forschungsprojekt mal gemacht mit Schmerzklienten und so weiter, alles einbezogen. Und das muss wieder zurückgekleidet werden in Sprache. So, das hat natürlich übrigens auch noch kurz, ich will noch kurz, weil ich noch ein paar Beispiele erläutern will, aber auch darauf eingehen.
Das ist seit langem ein großes Problem für mich auf eine Art und ein Anliegen in der Ericksonschen Hypnotherapie-Szene. Milton Erickson, wenn ich ihn gefragt habe, wie erklärst du dir, du sagst ja immer, die Leute haben die Kompetenzen schon in sich, in ihrem Unbewussten, aber warum nutzen die dann nicht, wenn sie ihr Problem lösen wollen, das wollen sie doch, dann findet man die Kompetenzen bei ihnen, die hätten sie doch gleich nutzen können. Die Erickson'sche Erklärung, an die glauben immer noch sehr viele Leute in der Erickson'schen Hypnotherapie, ich nicht, war dann so, ja, das liegt daran, dass das bewusste Denken eingeschränkter, rigider, starrer, eigentlich ein bisschen blöder ist als das Unwillkürliche. Und deswegen müssen wir, das war die Erickson'sche Schlussfolgerung, am bewussten Denken vorbei, indirekt Konfusionstechniken machen, verwirrend, ablenkend, einschläfernd und dann mit indirekten Interventionen das tolle Unbewusste erreichen und das Bewusste, naja, hinterher kann es dann ein bisschen wieder eingeschaltet werden. In meiner Metaphorik ist es so, wie wenn Sie eine Paartherapie machen, in dem Fall wird das Paar bewusst, unbewusst, ne? Und dann aber sage, das Paar hat Probleme, weil einer ist so blöd und die andere Seite ist so klasse. Und dann schicken Sie den einen raus oder verwirren ihn, damit Sie mit der anderen Seite arbeiten. Selbst wenn das Paar vorher noch keine Probleme hatte, danach garantiert, ne? Es geht nicht darum, es geht um die optimale Integration und Kooperation, um die Synergie der beiden Teilbereiche unterschiedlicher Kompetenzen. Beide sind Kompetenzen, die zusammengeführt werden sollten und dazu brauchen wir auch die Sprache. So, dann wird aber diese Erickson'sche Annahme fragwürdig und hat dann zum Beispiel auch zur Folge, dass dann manchmal bei Trance-Induktionen geschlossen wird, wir müssen nachher noch eine Amnesie dafür verpassen, weil wenn das Bewusste auch noch mitkriegt, was da an tollem gelaufen ist, pusht es nur störend rein. Das ist nahezu kindisch und eine Beleidigung für den Intellekt für mich, weil Bernhard Renkle, der Bernhard hat jede Menge selbsthypnotische Interventionen schon gemacht für irgendwelche Sachen, ich auch und viele Leute, die wir kennen. Das wissen wir doch alle ganz genau bewusst, was wir da machen. Hat es den Effekt gehindert? Im Gegenteil, es hat ihn gestärkt. Das ist eine kindische Annahme, die man in dieser Form bitte nicht weiter verfolgen sollte. So. Außerdem macht es eine Abwertung für diese ganzen Prozesse, die kognitiven Prozesse. Also jetzt gehe ich mal zu ein paar Beispielen. Ein Beispiel, das erzähle ich jetzt von meinem besten Freund. Ich meine, er hat mir es auch erlaubt, das zu erzählen. So. Das ist jetzt meine Version von dem, gell? Damit man das sehen kann, was ich damit meine. Da ruft mich dieser Freund, der wohnt in einer anderen Stadt, eines Tages an, sagt, Gunter, gestern ist mal was Merkwürdiges passiert. Eines seiner Kinder hat in einem Chor mitgesungen, so, und die waren dann auch gastiert in dem Ort, und da haben sie da halt Ehrenkarte gekriegt, und er sagte mir am Telefon, ich bin mit meiner Frau dahin, es war ein fantastischer Tag. Mir ging es fantastisch. Und so, ich habe noch zu meiner Frau gesagt, in Monaten hatte ich nicht so einen tollen Tag, mir geht's klasse. Und da haben die gesungen, war ein tolles Konzert, und plötzlich, kaum habe ich das gesagt gehabt, habe ich Tränen in den Augen, ich hätte Rotz und Wasser heulen können, ich war tief traurig. Die Leute haben schon komisch geguckt, ich habe auch gedacht, habe ich einen an der Erbse? Das ist jetzt meine Version, gell, so. So, ach, ich habe mich wieder eingekriegt, dann sind wir nach Haus, habe noch den Kopf geschüttelt, und gesagt, also sowas Blödes ist meinen Monaten nicht passiert. meine Version, gell, so, und dann kam aber die Tochter noch zum Weindrink abends noch sie zu besuchen und sagt, Mensch, haben sie erzählt, sagt die Tochter plötzlich, Mensch, Papa, hast du gemerkt, haben wir das spezielle Lied gesungen. Er sagte wohl dann, du, ich habe da kein Lied gekannt, aber es war ein klasse Konzert. Er sagt, ja, Mensch, Papa, das musst du noch erinnern. Da braucht man jetzt einen biografischen Hintergrund, der spielt ja schon eine Rolle. 7 Jahre vorher oder ein paar Jahre vorher war sein Vater, mit dem er ein sehr liebevolles Verhältnis hatte, gestorben und am Begräbnis vom Vater hat er geweint. Jetzt sagt seine Tochter, aber Papa, das muss ich noch erinnern, das haben sie dieses Lied auf dem Begräbnis vom Opa gespielt. Dann wurde ihm deutlich, und das ist durch Sprache vermittelt, dass er keineswegs einen an der Erbse hatte, sondern jetzt über diese Rekontextualisierung, die sprachlich läuft, er kapiert hat, sein bewusstes Denken sitzt im Konzert und da ist alles klasse. Und dann sagt sein bewusstes Denken, gibt doch gar keinen Grund, ich glaube, ich bin blöd. Aber sein limbisches System, Hippocampus-Bereich, hübsches Gesetz, das rattert dadurch, kennen wir das Lied? Oh, das Lied kennen wir. Mit welchem Kontext war das verbunden? Begräbnis, Trauer und Tränen, hochfahren. Dann macht sie ein bewusstes Ding, aber das bewusste Ding sitzt ja im Konzert und sagt, gibt doch gar keinen Grund, ich bin blöd. So entstehen Diagnosen. Gell? So. In der Form. Während über diese sprachliche Rekontextualisierung würdigbar
verstehbar war, dass es eine Kompetenz dieses liebesfähigen, beziehungsfähigen Menschen war, wo er über die Trauer erinnert wurde, an das emotionale, wertvolle Bedürfnis, in Verbundenheit zu bleiben. Trauer als Kompetenz mit dem Menschen, den er verloren hat. Das ist ein bisschen was anderes als DSM-5 oder ICD-11. Ne? Eine andere Sache vielleicht, damit Sie sehen können, natürlich können wir unwillkürliche Prozesse wunderbar über Nonverbales machen, aber dann sollte man sie wieder rekontextualisieren, also in den Sinnzusammenhang bringen, auch fürs kognitive Denken, weil die Nachhaltigkeit, die Transferhilfe wird nach meiner Erfahrung deutlich wirksamer, wenn man das in dieser Weise rekontextualisiert. Beispiel in dem Fall mit einem Klienten bei uns, der in der Klinik war, der auch so, der als extrem schwer depressiv definiert war. Und am Anfang, ich habe dann auch mit ihm gearbeitet, wir konnten ihn praktisch kaum erreichen. Er war so absorbiert in seiner schweren inneren Niedergedrücktheit, würde ich das so beschreiben, dass man ihn kaum erreichen konnte. Also habe ich ihm vorgeschlagen, wir gehen in den Musiktherapieraum. Wie wird Veränderung erzeugt? Durch Einführung von Unterschieden in die gerade dominierenden Muster. Egal auf welcher Sinnesebene. Also bin ich mit ihm in den Musiktherapieraum, habe ihn eingeladen und gesagt, wissen Sie was, wir machen einfach mal erstmal so, drücken Sie doch mal aus, damit ich es besser nachvollziehen kann, Ihre Stimmung jetzt, wo es Ihnen so schlimm geht, in Trommeln. Haben zwei Trommeln genommen und ich habe dann mit ihm getrommelt. Und er hat erstmal so getrommelt, bum, 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 bum. Also es ist noch euphorisch, was ich jetzt mache, so ein bisschen so, bum. Also mindestens 10 Minuten, ich bin schon selber so in mir zusammen. So, um mich zu retten, habe ich da, nachdem ich den Eindruck hatte, jetzt bin ich genug in Kontakt mit ihm, gesagt, wissen Sie, Sie können ruhig so weitermachen, bumm, bumm, bumm. Ich probiere mal, ob ich irgendeinen kleinen Unterschied dazwischen bringe. Bumm, 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 bumm. Wenn Sie wollen, können Sie auch mal vielleicht probieren, ob es geht. Bumm, bumm. Bum, 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 bum. Nach 25 Minuten, so lange hat es gedauert. Bum, 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 bum. Nach 45 Minuten hatte ich Angst, dass er die Trommel kaputt macht. Da war bum, 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 bum. Dann war das doch eine tolle Intervention, könnte man denken. Und nicht ich habe sie gemacht, er hat sie gemacht, autonom, autopoetisch. Ich habe ihn nur einladen können. Ich kann niemals eine Intervention machen, die Intervention macht der Klient. Das zeigt doch schon, die Hirnforschung ist ja kindisch, wenn wir denken, wir machen die Interventionen. Aber Interventionsangebote, Einladungen sollte man viele machen. Dann aber ist wichtig, das wieder mit Sprache zu verbinden. Weil wenn ich das nicht mache, dann war das halt ein schönes Einzelereignis, das geht schnell wieder in die Amnesie oder kriegt keine Bedeutung. Dafür mache ich dann sogenannte Produktinformationen, natürlich sprachlich, indem ich dann die kognitiven Zusammenhänge transparent, gerade das Gegenteil von dieser Eriksonschen Indirektheit, transparent erläutere, um dann mit ihm durchzuspielen, wenn er das sich so anhört und das noch vergleicht mit seiner eben gemachten Erfahrung, wie darauf sein Unwillkürliches reagiert. Und dann stellt er zu seinem Erstaunen fest, er kann selbstwirksam damit sein Unwillkürliches, vorher so leidvolles Erleben, verändern. Was haben wir damit? Stärkung von Selbstwirksamkeit. Das ist das vornehmste Metaziel, was wir so hier haben. Das gilt natürlich dann auch, zum Beispiel sogar auch für Energiepsychologie und Klopftechniken oder so. Ne? Ursprünglich hat es ja mal so angefangen, Michael Bohne, Michael war ja in der ersten Ausbildungsgruppe bei uns in Heidelberg, weil ich hatte damals den Fred Gallo nach Deutschland geholt, einer der Pioniere, der auch erwähnenswert ist aus meiner Sicht, weil er erst die ganzen wertvollen Grundlagen gelegt hat für das alles hier. So. Und da war für mich überhaupt das Hauptmotiv, den zu holen. Ich habe mich extra mit dem Alfred Schatz bei Freiburg, der Verleger vom VAK-Verlag, da, der den gut kannte, zusammengetan, habe den mal besucht, weil in diesen Verfahren, und das ist ja bis heute in dem PEP-Verfahren drin, eine sprachliche wichtige Intervention war, die verbunden ist, nämlich die sprachliche Intervention, die sich auf Selbstbeziehung bezieht. Ich nehme mich liebevoll an oder ich akzeptiere mich rundherum und so weiter. Sie kennen das alles. Das ist eine sprachliche Intervention, die ganz gezielt einen Unterschied auf der Ebene der Beziehung zu sich selbst, die typischerweise bei Symptomerleben sonst negativ abwertend ist. Wenn Sie 100 Leute mit leidvollen Prozessen fragen, haben Sie bei mindestens 99 Selbstabwertungen. Selbstwirksamkeit kann man auf der Beziehung zu sich selber am schnellsten erreichen.
Und deswegen habe ich diese Konzepte damals geholt. Daraus haben sich dann ja auch zwei so Energiepsychologie-Konzepte entwickelt, die wir in Heidelberg organisiert haben. Und dann sind daraus dann auch auf, mit Initiative von Michael und so weiter diese Kongresse hier entstanden. Aber auch hier gilt, das Klopfen allein, nach meiner Erfahrung, ist es eben nicht. Das ist aber sehr wichtig und sehr wertvoll. Aber es wird doch gerade immer mit sprachlichen Sachen in Verbindung, in Rahmung gebracht. Und das ist die entscheidende Zusatzhilfe, die auch diese Synergie kognitiv-intuitiv mit einbezieht. Das gilt übrigens auch für sogenanntes verdecktes Arbeiten. In der systemischen Arbeit haben wir das ja schon seit über 40 Jahren gemacht. Fritz Simon und ich waren da, wir haben da spezialistische Interventionen dafür entwickelt. Zum Beispiel in der Arbeit mit sogenannten Familiengeheimnissen. Und da wurde auch immer deutlich, es ist eben nicht das Verbale und so, aber es ist die beziehungsgestaltende Interaktion um das Verbale oder sonst oder Nicht-Verbale herum, was die Wirkung macht. Ne? Wenn wir zum Beispiel hörten, ja, da gibt es jetzt ein Geheimnis in der Familie, darüber können wir nicht reden. Aber scheiße, können wir jetzt nicht darüber reden, bis uns klar wurde, es geht doch gar nicht um den Inhalt. Der Inhalt ist völlig zweitrangig. Erstrangig ist die innere Organisation des Erlebens. Also haben wir gesagt, dann redet es auf gar keinen Fall darüber, auf gar keinen Fall. Wir haben aber darüber geredet, welche interaktionellen Wechselwirkungen es auslöst in Sprache mit zirkulären Fragen, das auslöst, dass man eben nicht darüber redet und es verdeckt lässt. Also wer weiß vom Geheimnis, wer nicht? Wem ist es scheißegal, davon zu wissen? Wer will es unbedingt wissen? Wer rückt wem dafür näher, wenn sie es wissen oder nicht wissen und so? Was hätte es für Auswirkungen, wenn sie es sagen würde? Und welche Auswirkungen hätte es, wenn sie es auf gar keinen Fall sage? Und wenn sie es alles so lasse? Und welche Auswirkungen hätte es, wenn man auch nicht mehr darüber rede, dass man nicht mehr darüber reden? Und so weiter. Nach einer Viertelstunde zu reden, war es allen scheißegal, was das Geheimnis war. Außerdem zeigte sich dann, dass die meisten Leute das Geheimnis sowieso wussten. Schönste Beispiel hatte ich mal, da kam eine Familie, Erstgespräch, drei Kinder, 11, 9 und 7 und ein Ehepaar. Schönes Gespräch, kam wieder 4 Wochen drauf, ganz angespannt, ganz, oh Gott, war richtig Druck und Unruhe drin. Und ich frage dann, was ist denn gewesen? Ich sage, ja, es ist was ganz, ganz Entscheidendes passiert, wir können aber nicht darüber reden. Ich sage, dann reden Sie bitte nicht drüber. Habe ich in dieser Form geredet, wie ich es eben gerade beschrieben habe. Dann sagt irgendwann der 9-Jährige, ja, wissen Sie es so, wir sollen darüber nicht reden, weil mein Vater hat jetzt eine Freundin und meine Eltern meinen, wenn man darüber redet, macht es mich fertig. So in der Form. Wenn wir aber noch mal kurz, ich bin gleich fertig, wenn wir uns überlegen, wie Sprache unwillkürlich ist und wie unwillkürlich wieder in Sprache gekleidet nutzbar wird, dann sollten wir uns auch klar überlegen, welche Worte wir nehmen. Ne? Nehmen wir zum Beispiel, kommt jemand und sagt, ich habe so Angst, können Sie gleich selber mal bei sich ausprobieren. Wenn Sie mal richtig Angst hätte, hat jemand von Ihnen schon mal richtig Angst gehabt? Vermutlich. Ne? So. Da reden wir über Angst. Das ist eigentlich ein Missverständnis. Warum? Weil es geht bei Angst überhaupt nicht um Angst. Aber die Art der Wortwahl knallhart, quasi hypnotisch im Sinne eines Primings, bahnt Wirkung. Ne? Da geht es dann also und sagt, ich habe so Angst. So. Aber wann hat man Angst? Wenn man alles hat, was man braucht, hat man keine Angst. Angst ist eine wertvolle, kompetente Rückmeldung über einen Mangel, den man erlebt. An was? Na, an Erleben von Schutzsicherheit, Handlungsfähigkeit und Verbundenheit. Jetzt können Sie mal selber ausprobieren, wie diese zwei Worte oder Beschreibungen unterschiedliche Wirkungen Ihnen erzeugen. Vielleicht auch nicht, aber probieren Sie es aus. Nehmen an, Sie wären jetzt gerade voll überflutet von Angst. Und wenn Sie sagen, ich habe so Angst. Was bewirkt das in Ihrem Unwillkürlichen? Wie antwortet Ihr kluger Organismus? Ich habe so Angst. Und wenn Sie das jetzt ergänzen oder ersetzen werden mit, ich habe so Angst, das heißt, ich spüre ein deutliches Bedürfnis nach Handlungsfähigkeit, Schutz, Sicherheit und Verbundenheit. Ich spüre ein deutliches Bedürfnis nach Schutz, Sicherheit und Verbundenheit und Handlungsfähigkeit. Hat es die gleiche Wirkung in Ihrem Organismus? Sicher nicht. Das gilt auch für sowas wie Lösungsblockaden. Wenn ich von Lösungsblockaden rede, das gilt auch natürlich für die Konzepte hier teilweise, dann ist es nicht einfach eine Beschreibung, wie es ist, natürlich nicht, sondern eine Wahl eines Wortes, was konstruiert eine bestimmte Erlebniswelt. Aber worum geht es um sogenannte Lösungsblockaden? Das, was Michael da in diesen Big Five da Lösungsblockaden drin gesammelt hat,
da hat er ja, finde ich immer toll, dass er da auch so sich bezieht und es wertschätzend äußert, woher das eigentlich kommt. Das sind ja zum größten Teil zum Beispiel Erkenntnisse der Mehrgenerationenfamilientherapie, Bosamani Notch, Helm Stierlin und andere und viele andere Sachen auch. Aber dann zeigt sich, wenn man diesen Kontext reinnimmt, das, was da Lösungsblockaden genannt wird, könnte man eigentlich hypnosystemisch gesehen immer beschreiben als wertvolle Bremskompetenz für noch nicht genügend berücksichtigte wertvolle Bedürfnisse. Weil es geht zum Beispiel um Loyalitätsleistungen, wo jemand merkt, oh Gott, wenn ich jetzt gerade das mache, was mir gut tut, habe ich die Befürchtung, das hat ungünstige Auswirkungen in mir wichtige Loyalitätsbeziehungen und sowas. Das sind keine Blockaden nur, das sind Kompetenzen, achtungsvoll zu behandelnde Kompetenzen, die aber ganz andere Zielvorstellungen bringen, wenn man nicht von Blockaden redet, sondern zum Beispiel von Bremskompetenz für zu berücksichtigende Bedürfnisse und so weiter. Ja, und noch eins dann, und dann höre ich auf damit. So, oft wird auch in der Nachfolge von Steve DeShazer davon geredet, dass man nicht über Probleme reden sollte, das sind wir beim Reden, weil das angeblich dann wieder Probleme schaffen würde. Das ist ein rührendes Missverständnis, weil das würde sich beziehen auf den Inhalt. Aber wir wissen doch, wir können auf hunderte Arten über Probleme reden und über anderes. Nicht ich bin jemand, der über Probleme redet. Ich bin ein multiples Ich-Wesen. Ich habe viele Ichs. Ängstliche Ichs, wütende Ichs, verkrampfte Ichs, lockere Ichs und so weiter. Und je nachdem, welches Ich gerade über das sogenannte Problem redet, entsteht eine völlig andere Beziehung zu dem, worüber ich gerade rede, welches rückbezüglich mich wieder erzeugt zu jemand, der anders ist, je nachdem, wie er redet und was er redet und so weiter. Und genau darum geht's. Deswegen ist es nicht so, dass man nicht über Probleme reden sollte oder über Probleme reden sollte, sondern die Frage ist immer, wer in mir am meisten, ich bin ja ein ganzer Verein, sollte denn erstmal modelliert, aufgebaut werden und dann über das reden, was wir Probleme nennen, was streng genommen eigentlich ist Zolldiskrepanz, nur ein Anliegen ist und sonst nichts. Und deswegen, das höre ich dann auf, mit diesem können wir uns sagen, vielen Dank für Ihre Resonanz und Ihre Präsenz. Vielleicht noch einen Nachtrag. Wenn wir so über diese Dinge reden, möchte ich Sie einladen, auch hier in dem Raum, auch wenn wir Konzepte vergleichen, uns immer zu erinnern, niemand sieht die Wahrheit, obwohl man sie so gern hätte. Und das heißt doch, wir sollten aneinander mit Achtung, Neugier, Wertschätzung staunen, wie unterschiedlich man die Welt sehen kann. Und was das für eine bereichernde Chance wäre für wechselseitiges Lernen, wer weiß, hat es ein bisschen schwerer. Weil wenn man weiß, braucht man nichts mehr lernen. Ist das nicht schade? Vielen Dank.